So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses Top Digga. Heute mal noch ein bisschen eher als sonst. Man sieht es vielleicht, es ist noch düsterer draußen als normal. Ich warte ja eigentlich immer, bis es angenehm hell ist, damit man hier ein bisschen Belichtung hat. Heute muss ich es ein bisschen eher machen, aber trotzdem, willkommen zu einer neuen Folge Adi und der Adventskalender. Wir sind heute, glaube ich, bei Türchen Nummer 19 angelangt. Wir werden dem Adi wieder ein Tütchen auspacken. Ist ja nicht mehr viel drin, ist ja eh immer das Gleiche und ich weiß nicht, braucht man nächstes Jahr unbedingt wieder so einen Kalender? Das ist doch total langweilig. Und den anderen, kann ich euch aber gleich sagen, braucht man im Prinzip ja aber auch nicht, weil, weiß ich nicht, das Spielzeug liegt alles unterm Sofa verteilt, das nimmt ihr einmal, dann ist es weg. Und das Essen ist irgendwie trotzdem immer gefühlt das Gleiche und kannst du auch normales Zeug kaufen. Aber das ist ja mit dem Bier genauso. Schmeckt alles wie Spülmittel. Und eigentlich kannst du dir auch selber einfach Bier besorgen und Bier trinken. Eine Sorte, die dir vielleicht schmeckt und sogar viel günstiger. Ein Kasten für 50 Euro ist auf jeden Fall mega brutal. Aber bei dem Bier ist ja immer noch schön zu erkennen, was es alles gibt. Aber hier bei dem Katzenfutter, ich weiß es nicht. Ihr freut euch ja vielleicht, wenn der Adi immer sein Türchen kriegt. Aber das zieht das alles natürlich auch Unmengen in die Länge. Jedes Mal 5 Türchen zu öffnen. Wir haben jetzt hier wieder Hühnerbrust gefriergetrocknet drin. Das, was so komisch aussieht, Adi, das hat dir bisher aber, glaube ich, immer gut geschmeckt. Das fässt sich auf jeden Fall komisch an. Ich kann ja nochmal hier wieder so einen Stein rausnehmen. Guckt euch das an. Gefriergetrocknete Hühnerbrust. Da ist er gleich weg. Den Rest schmeiße ich hier rein ins Waschbecken, damit er das dann auch noch gemütlich essen kann. Das ist bestimmt das, wovon er letztens gebrochen hat. Alles voll gebrochen, wie bei Knossi. Seven vs. Wild. Jetzt aber der Bier-Adventskalender. Türchen Nummer 19. Gucken wir mal rein. Wir haben wieder die linke Seite und passend dazu beim nächsten Mal wieder hier die rechte Seite, sodass genau 2 in der Mitte unten und 1 links, rechts, oben noch übrig sind. Wir ziehen das mal raus, das hat einen roten Deckel, wir stellen das mal hinter uns, wir zeigen euch mal den Deckel, also den Kronkorken, da ist eine Krone drauf, da ist ein J, wenn das ein J sein soll, ich weiß nicht genau, was es darstellt, und hier steht jetzt Bernsteinweise von Schloss Breu-Autenried. Das ist also kein J, das ist ein S und steht für Schlossbräu. Schlossbräu-Autenried Bernsteinweise, haltbar bis 5,23, 100% Doldenhopfen. Gebraut nach dem Reinheitsgebot, 5,4%. Das ist mal eins, wo hinten nichts weiter draufsteht, aber halt dieses Oldschool-pappige Etikett. Vorne drauf auch sehr schlicht, aber übersichtlich. Oldschool-pappiges Etikett. Hat auf jeden Fall Style. Also gibt ein ganzes, ne? Sieht für mich eher aus wie eine Flasche Hustensaft, Hustensirup, aber ja, das ist nicht hässlich, das ist stylisch, aber es weiß ich nicht. Mich würde es jetzt an sich nicht ansprechen. Ich würde eine 3 geben. 3 von 5. 3? Wollt's halt trotzdem, weiß ich nicht. Ist schön, aber für mich nicht ansprechend. Machen wir es mal auf, gucken wir mal rein, was das Bier sagt, wie es läuft, wie es aussieht, wie es schmeckt. So, ich brauche kein edles Bier. Ich brauche ein spritziges Bier, womit ich mich besser ausdrücken kann. Ist natürlich dadurch, dass es ein Weißbier ist, jetzt sicherlich wieder sehr trüb. Jetzt muss ich wieder wegen dem Schaum gucken. Hat wieder nicht alles reingepasst, wegen dem Drecksschaum. So, das sind die Tricks vom Ramses.
einfach gleichzeitig Schaum wegziehen und hinten wegtrinken und reinfüllen, wenn das ganze Bier reingeht und ihr trotzdem sagen könnt, schau doch mal, es ist alles in der Flasche und wir haben sogar noch eine Schaumkrone. Sieht das nicht herrlich aus? Es ist total trüb und es ist dunkel, aber es ist irgendwie nicht kräftig, es sieht total verwaschen aus, total unscheinbar. Ist eine Farbe, die mir so gar nicht gefällt, vereint alles, was ich nicht mag. Würde von mir wahrscheinlich nur einen Punkt kriegen bei Farbe. Aber der Schaum, guckt euch den Schaum an. Dieses Schaumkrönchen, wie sich es jetzt drüber legt und immer wieder hochbaut. Eigentlich muss ich da dran riechen, jetzt habe ich es weggesaugt. Also, was habe ich jetzt gesagt? 1, 2. Ich weiß es nicht mehr. Das, was ich eben gesagt habe, das gebe ich auf jeden Fall dafür. Denn die Farbe ist mir nicht kräftig genug und gleichzeitig ist es auch nicht klar genug. Klar und kräftig wäre die Devise für mich, was mir besonders gut gefällt, was für mich köstlich aussieht. Das sieht halt für mich nicht wirklich ansprechend aus. Riechen wir mal am Schaum. Hat eine typische Weißbiernote schon im Schaum drin. Riecht süßlich, riecht angenehm. Das finde ich eigentlich richtig gut. Dann machen wir mal einen Abstecher in die andere Richtung und geben für den Geruch volle 5 Punkte. Weil das riecht gut, das möchte ich schmecken, das möchte ich haben. Das ist wunderbar, so muss es sein. Da ist aber auch viel Kohlensäure drin, merke ich gerade. Jetzt aber noch die Kostprobe. Ob es das hält, was es verspricht vom Geruch. Ich habe ja bisher nur den Schaum probiert. Der Schaum war schon in Ordnung. Bisher war der Schaum immer voll mies. Der Schaum war richtig guter Schaum. Fünf Punkte. Einfach aus dem Nix, 5 Punkte. Ich glaube, das muss ich mir mal merken, wirklich. Weiße, Weißbier, Weißbier, nicht hell, sondern weiß. Wahrscheinlich auch nicht Weizen, sondern weiß. Das Weißbier wohl, das ist, was mir irgendwie am besten schmeckt. Das ist nicht bitter, das ist nicht sauer, das ist nicht herb. Das schmeckt so wie Bananenweizen irgendwie die ganze Zeit schon. Diese weiße Note, die mit 5-4 auf jeden Fall trotzdem was drauf hat, du das aber keineswegs schmeckst, dass das irgendwie stark ist oder standardmäßig. Das schmeckt so leicht, wenn du jetzt sagen würdest, das schmeckt halt wie Wasser, ne? Du kannst das trinken wie Wasser. Das macht es vielleicht so gefährlich. Bei anderen nimmst du einen Schluck, das ganze Gesicht verzieht sich, du denkst, boah, und dann hat das nur 4-5 und du musst dich da durchkämpfen. Hier ziehst du 2-3-4-5 weg, denkst, boah, das ist voll lecker und dann scheppert es auch noch dazu, das ist der Nebeneffekt. Also, ich bin überzeugt, von mir 5 Punkte, 5 Punkte für Geschmack beim Schlossbräu Bernsteinweiße. Wäre ich jetzt ein Schlipsträger, hätte ich mir den ganzen Kasten reingestellt, hätte gesagt, schaut mal dieses edle Etikett, 5 Sterne, 5 Punkte, auch für die Farbe, so mag ich das. Nee, das ist mir alles ein bisschen zu nobel und zu edel, aber es schmeckt trotzdem richtig gut. Das muss ich schon sagen, dass jemand wie ich sowas Gehobenes gut findet, das ist ja mal total toll. So, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite. Trinkt ihr auch gerne Weißbier und schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mega genial. Weiß. Nice.